Wir kommen jetzt zur Anwendung des Strahlensatzes. Ich komme gleich auf dieses Bild zu sprechen. Bisher habe ich ja den Strahlensatz immer so gezeigt, dass ich gesagt habe, hier ist die, naja, der Punkt S, Strahlungsquelle oder was auch immer. Ne? Das sind Strahlen hier. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, Ditte verhält sich zu Ditte und so weiter. Oder wie das Ganze zu Ditte. Wenn man das so schon gemalt hat, vorhin in den Test gab es solche Zuordnungen, die wollten wir dann sehen, dann ist man eigentlich schon fein raus und so weiter und so fort. Jetzt habe ich das ja immer so gemacht, links so einen ollen Punkt S und schwupp, schwupp die Strahlen oder bestenfalls noch über Kreuz oder so. Ja, machen wir es mal andersrum. Das muss ja nicht immer so blöd aussehen wie hier, sondern es kann auch mal anders blöd aussehen. Was ist denn dagegen, wenn ich sage, ich habe hier einen Strahl, dann habe ich hier einen Strahl, hier von hier aus gehen sie aus und ich zeichne wirklich mal hier eine senkrechte Linie rein und hier auch. Naja, da könnte ich jetzt wieder frech hier mit meinem Stift anfangen, ne, Berliner und so war. Ditte verhält sich zu Ditte, wie das Ganze hier. Ich meine, das Ganze zu Ditte, ne? Funktioniert genauso, glaube ich, sind wir uns einig. Was hat das mit dem Bild zu tun? Ich wollte eigentlich, dass wir heute schon rausgehen, aber da wäre die Zeit zu knapp. Ich habe jetzt mal ganz frei, aber ganz frei, hier eine Straße in Wismar gezeichnet. Na, hier hinten geht es zur Schule, hier hinten um die Ecke. Hier ist so ein Kaffee Goldener Löwe oder Goldener Apothekenlöwe oder Löwenapotheken. Kaffee oder ich weiß es nicht, ist nicht so wichtig. Und dann haben wir hier solche Terrassen, hier Kaffee, ach Werbung lassen wir jetzt mal weg, schmeckt, die haben ganz nette Törtchen, sind aber teuer. Und da haben die doch immer solche Terrassen gebaut und dann sieht man immer weiter oben immer wieder solche Terrässchen. Ich glaube, ihr ahnt, was das mit diesem Bild zu tun hat. Mara war jetzt nicht genannt. Ich lasse den Namen immer aus gutem Grund weg. Also, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Natürlich, wir haben ja Dreiecke. Hier und hier und hier und hier und hier und hier. Und jetzt eine Frage. Wie könnte man, wenn man weiß, und das kann jeder bestimmen, es gibt doch so Simse, sagt man, so solche Absätze an Häusern. Wenn man weiß, dass das 3 Meter sind, wer hat eine Lösung? Anhand des blauen Dreiecks und der 3 Meter diese Entfernung von dem Café hier unten bis zu einem beliebigen Punkt zu bestimmen. Wer hat da eine Idee? Sagen wir hier Distanz, D. Sagen wir hier zu Höhe Café, also C. Ja, wer hat eine Idee? Wir haben es jetzt mittlerweile erarbeitet. Wir nehmen uns eine Wasserwaage und jetzt machen wir Folgendes. Das mache ich in hellgrün. Was? Na gut. Wir nehmen uns eine Wasser... Na, das ist ja ein Ding. Hier gibt es technische Schwierigkeiten. Ich unterbreche mal kurz das Video. Technische Schwierigkeiten sind beseitigt. Ich nehme mir eine Wasserwaage, damit ich ganz genau peilen kann. Und zwar peile ich hier den Sims an. Von da, wo ich stehe, von irgendwo, wo ich stehe, peile ich ganz waagerecht den Sims an. Natürlich stehe ich hier und ich muss diese Höhe, die ich vom Auge aus habe, berücksichtigen. Aber das ist nicht so schwer. So, das heißt, ich könnte dann also meine 1,80 oder was auch immer, die könnte ich hier nochmal abziehen. Das macht nichts. Da brauchen wir uns keinen Kopf zu machen. Aber, wenn ich jetzt lassen wir mal die Person weg und ziehen den Strich mal bis hinten zur Straße, dann müsste ich korrekterweise sagen, dann ist die Distanz genau bis hier zu messen. Ansonsten wäre sie bis hier, das wäre kein Problem. Und ich schnappe mir jetzt dieses Dreieck hier und messe das aus. Das ist ganz leicht, denn die Dinger, die sind am Erdboden, was ich hier natürlich mit den 3 Metern nicht sagen kann. Und füge dieses Dreieck, das füge ich einfach so hier hinten an die Spitze, dass es dem Strahlensatz genügt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege einigermaßen. Ja, scheint zu gehen. Und ich schiebe das hier hinten hin. Und zwar so, hinten hin. Na, ihr ahnt es hoffentlich, dass hier der Punkt S hier mit dem anderen Punkt, mit dem Ausgangspunkt übereinstimmt. Und schon habe ich, Achtung, vor lauter Farbe werde ich jetzt schon fast verrückt, hier eine geschnittene Parallele von hier bis hier geschnitten und hier eine geschnittene Parallele von hier bis hier geschnitten. Und das Experiment machen wir, das heißt, wir werden es mit entsprechenden leichten Messgeräten, sprich ein bisschen Maßband ausrüsten, das blaue Dreieck, irgendeins von den Terrassen da vermessen
Und nach dem Vermessen können wir dann hinterher ausrechnen, wie weit waren wir von dem Punkt hier unten entfernt. Denn wir können genau die Strecke von hier bis hier, können wir dadurch bestimmen. Gibt es dazu Fragen?